So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part gab es wieder sehr, sehr viele Informationen. Oh yeah, übrigens. Und ja, wir hatten auch gar keine Zeit, die richtig zu verdauen und schon werden wir in den Kampf mit den Rock geschmissen. Na, wisst ihr was? Ist okay, zeigen wir dem Typen hier, was eine Hacke ist. Irgendwann erstmal wieder unsere Werte. Geschwindigkeit. Du hattest nichts irgendwie dergleichen. Na, stimmt, da war ja was. Dann wirst du einfach mal mit Lichtplasma angreifen. Warum nicht? Ne? Ich meine, warum hast du die Psynergie denn? Warum hast du die denn, wenn du es nicht benutze? Durch mit die Verteidigung greift an. Oh ja, Zinn, stimmt, der knüppelt drauf, aber das wollen wir jetzt gar nicht machen. Verteidigung erhöhen, hervorragend. Und du erhöhst bitte einmal den Angriff. Genau, schön. Da haben wir ja auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Vorbereitung auf alles Mögliche. Sturzflut! Geschwindigkeit und wie sie erhöht wurde, meine Güte. Ziegel mit der schönen Animation. Jetzt übrigens immer noch sehr naiv. Oh, was machst du? Ich hoffe, keine Gins auf Standby, das ist okay, es macht einfach nur Schaden, Gott sei Dank. Und auch mal esse. Sehr, sehr schön. Ich wollte gerade was sagen, ich habe es beim Sprechen schon wieder vergessen. Verdammt! So, heiles Wasser, Spendekapitel. Erhöht Widerstand der Gruppe, genau, noch ein bisschen boosten. Und du kannst jetzt anfangen drauf zu knüppeln, denn unser Angriff ist bereits gestärkt. Der müsste eine Windschwäche haben. Er ist ein Windgegner, aber ich schätze mal Wind oder Erde. Würde irgendwie zu dem Golden Sun Schema passen. Ich könnte noch mehr die Verteilung erhöhen eigentlich, ne? Na komm. Und danach fangen wir an, weiter auf die Gegner richtig einzudreschen. Hast du noch irgendwas zum Boosten? Nein. Na gut, dann Fieber! Volles Rohr. Erstmal Borke, genau, ja, bist du wieder... Achso, Borke ist so eine Art von Verteidigung. Okay, wow, ja, Windschwäche, sage ich doch. Sehr, sehr gut. Fieber und Klatsch. Auch wieder voll auf die Nuss gegeben. Luftattacke. Wow, igidigit. Oh, ich habe die Animation weggedrückt. Verteidigung, Entschuldigung. Heieiei, wenn das nochmal macht, gucken wir uns die Animation an. Aber das sah brutalst aus. Also, dass er das überlebt? Hut ab, mein Freund. Finalschlag. Das war kein Finalschlag, aber... macht er noch keinen schlechten Schaden. Ist noch irgendwas zum Angreifen? Schädigt den Gegner, enttäuscht, Stadtsturm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du knutschst ihn einfach mal ab. Warum nicht? Singen Verteidigung, vielleicht klappt das ja. Maybe it works. Bam! Sehr guter Schaden wieder mal von dir hier. Zack. Auch nicht schlechter Meaty, mein Freund. Und du saugst einfach mal ein bisschen an seiner Lebensenergie. Ja, seine Schwäche ist nur Wind. Wie bereits gesagt, nichts, was mich überrascht an dieser Stelle. War absolut Gigastampfer. Das tat ganz schön weh. Aber er hat einen Status, den wir ihm scheinbar gegeben haben. Oder er sich selber. So. Genau, erstmal hier ein bisschen heilen. Genau, auch nochmal draufschlagen. Und du durchbrechen wir die Verteidigung, genau. Das ist eigentlich nie verkehrt. Und danach fangen wir an zu beschwören, Leute. Dann fangen wir an zu beschwören. Und Furie einmal. Bora! Wow, und da dreht er sich im Kreise. Das heißt also, der richtige Angriff kommt ist sein Kopf, wie man gerade gesehen hat. Nochmal auffrischen. Oh, Chiara ist nicht ganz so voll, wie ich es jetzt gehofft hatte. Furie! Tu dein Möglichstes! Eieieiei, der echt... Powerangriff. Okay, Chiara wurde kein weiteres Mal angegriffen. Das ist schön. Dann kann sie gleich ihren Djinn nutzen, um sich selbst zu heilen. Amity! Wie wäre es mit... Odysseus! So, du hast einen Djinn, der dich selber heilt. So war das doch, ne? PP, PP, KP. Da war's. Genau, und zwar vor allen anderen. Hervorragend. Ja, was machen wir mit dir? Gericht und hier auf dieser Seite noch ein zweites Mal Odysseus. Schön. Oder im Heilen, genau, perfekt, so muss es sein. Odysseus, hau zu! Boom. Schön, die Animation abgekürzt. Gar nicht mal so viel Schaden, aber gut, ne? Das ist auch nicht das richtige Element. Bäm, und vom Berg gefegelt hast du sogar noch weniger Schaden. Aber egal, insgesamt über 1500 Schaden an dieser Runde, beinahe jedenfalls. Oh nein, doch über... Und der ist down! Okay, wir müssen mit Chiara also nicht mehr angreifen. Volles Rohr vernichtet. Und da normalisieren sich unsere Werte wieder. Der Rock verschwindet. 12.000 Erfahrungspunkte. Heurika.
Ja. Da. Auf welchem Level ist Amity jetzt? 29, hab ich richtig gesehen? Nee, oder? Der war doch viel niedriger als wir. I'm confused. Naja, so viel dazu. Da ist er. Tut mir leid, Vögelchen. Er ist wieder zu Stein geworden. Ich hoffe, nicht tot. Ui. Seht euch das mal an. Oh, da ist er. Stimmt, ja. Der mag mal Stein. Lass uns einen näheren Blick darauf werfen. Gerne, aber erst einmal die Gins wieder refreshen. Ups. So, der Rest erholt sich von selbst. Was machst du denn hier? Verhindert gegnerische Manöver. Schock, auch nicht schlecht. Du hast zu viel PP-Psynergie-Sachen hier. Beziehungsweise zu viel generell irgendwie an Heilungszeug. Tauschen wir mal gegen Ether aus. So, keinen Schock kriegen, genau. Und du, ich setze mal auf Standby. Bestens. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, wir sind relativ voll sogar. Und jetzt sind wir wieder voll, nur ein bisschen Psynergie fehlt. Hallöchen! What? Matthew hat Magma Scherbe an Amity übergeben. Die Magma Scherbe nur. Na gut, das ist immerhin nicht das ganze Teil. Eine Scherbe mit der Kraft des Magmas. Die kann Amity gerne mal behalten. Oh, what? Oh, ja, stimmt. Da war was. Was sind denn noch mehr? Wir klettern gerade quasi im Rock rum. Jetzt stell dir mal vor, der wird wieder wach. Aber wahrscheinlich ist er wirklich tot. Wir haben ihn vernichtet. Das tut mir leid. Und da ist das ganze Stück. Beziehungsweise der Rest davon. Eine goldene Kugel. Ist das der Magmastein? Sieht so aus. Magmastein. Dieser Stein ist die Energiequelle des Alchemiegenerators. Er pulsiert vor Energie, ähnelt einem Juwel und kann im Körper eines Rocks gefunden werden. Schön, wie er schimmert. Damit kann ich Tian Yu. Er ist wirklich hübsch. Also, was machen wir nun? Was meinst du denn damit? Wir nehmen ihn natürlich mit, oder etwa nicht? Aber was ist mit dem was Aborandra gesagt hat? Ach so, stimmt. Diese Kerle wollen die Alchemie-Schmiede in Gang setzen. Alchemie-Maschine, vor der uns Aborandra gewarnt hat. Ihr habt Aborandra euer Wort gegeben, nicht wahr? Warum sagst du das so komisch? Vorhin im Wald Kolima. Wald von Kolima. Dieser geheimnisvolle Wald gewährt niemandem Eintritt. Der kleine Stamm der Kranier lebt dort und bewacht den Wald. Durch die goldene Sonne und der Wald wurde der Wald kilometerweit verschoben. Nach Osten. Oiko. Und ich schätze, Matthew ist kein Anführer, der seine Versprechen leichtfertig bricht. Oiko, worauf willst du hinaus? Ich fürchte, ich habe keine Wahl. Nein, du lässt das Ding da liegen. Du bist so eine Arschgeige. Oh Mann. Oiko? Ich nehme den Magmastein, versuch nicht, mich aufzuhalten. Du Hinterhältiger, ganz ruhig, Freundchen. Wenn ich diesen Stein zertrümmere, dann wird die freigesetzte Energie uns alle vernichten. Das weißt du woher? Das würdest du nicht wagen. Damit wäre das Schicksal deiner Schwester besiegelt. Ja, ihres, unseres und auch das Schicksal des jungen Champa-Piraten. Warum alles in der Welt würdest du so etwas tun wollen? Was soll diese dämliche Frage? Ich muss hier an Yu helfen und ich würde alles tun, um sie zu retten. Aber doch nicht so, Mann. Ich traue dir nicht zu, dass du uns etwas antun würdest. Denkst du etwa, dass ich blöffe? Ich glaube ja, dass du den Stein nur aus dem einzigen Grund an dich nehmen willst. Nämlich um uns die Entscheidung abzunehmen, was wir damit anfangen sollen. Du weißt, dass wir uns zutiefst schuldig fühlen würden, wenn wir unser Versprechen Aborandra gegenüber brechen. Ich bin mir nicht so sicher. Klingt schön, Chiara. Wahrscheinlich hat sie auch nicht mal so Unrecht damit, aber ich mag diesen Roiko nicht. Also hast du beschlossen, uns diese Entscheidung abzunehmen und uns den Stein zu entreißen. Du möchtest vermeiden, dass wir uns schuldig fühlen. Ha, glaubt ihr das, ja? Dann seid ihr noch größere Narren, als ich angenommen hatte. Ich tue das nur, weil ich leid bin, noch längere Zeit zu verschwenden, obwohl die eigentliche Lösung direkt vor uns liegt. Aha, das ist also der wahre Grund. Keinen Schritt weiter, Mann. Brav, endlich hast du kapiert, wer hier das Sagen hat. So ein Drecksack, ich hasse ihn. Gib mir nur die Schlangenhandschuhe und Schlaghandschuhe, meine ich, und einen der Magma-Scherben. Oh Mann, Matthew begibt den Schlaghandschuh, Matthew begibt eine Magma-Scherbe. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht allzu persönlich. Mir geht es nur darum, meine Schwester zu retten. Das wirst du noch bereuen. Oiko, ich muss wohl so sein, nicht wahr? Heb wohl. Moment mal.
Wo gehen Sie da gerade eigentlich raus? Und weg ist er. Dafür wird er büßen! Aber sowas von Tyrell. Ich kann nicht glauben, dass wir sowohl die Schlackernschuhe als auch den Magmastein verloren haben. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Wohin sollen wir nun gehen? Ja, verfolgen ihn und hauen ihn aufs Maul. Wie wär's damit? Du hast recht, auf nach Blinz. Krokko kann nicht weit gekommen sein. Jawohl, genau. Auf zum Notausgang. Kling. Ja, tatsächlich, das ist der Notausgang. So, die Frage ist aber noch, wo kommen wir zu dem dem Jupiter-Gin? Wahrscheinlich hierüber. Vermute ich mal ganz stark. Jawohl, genau. Fragezeichen? Ja, sieht so aus. Hervorragend! Der arme Rock, wir wollten doch nur eine Feder von ihm. Wir wollten ihn nicht gleich umbringen oder wieder zum Einschlafen bringen. Also ohnmächtig schlagen. Nein, ich glaube, er ist tot. Jedenfalls die Magma-Scherbe ist jetzt weg. Hallöchen, kleiner Gin. Wie wär's, wenn wir kurz das Spiel speichern? Und uns dann um dich kümmern. Wollte ich gerade sagen. War nämlich klar, dass er angreift. Jupiter Gin erscheint. Vielleicht mal wieder ein Angriffs-Gin. Das wäre ganz schön, ehrlich gesagt. Denn Kiara kann davon ein paar mehr gut gebrauchen. Beziehungsweise vielleicht auch mal welche, die den Status erhöhen. Aurora-Flamme! Der sieht cool aus. Ich mag diesen Schimmer, den er da drin hat. Klang, alle verbünden sich wieder. Also alle, die halt benutzt wurden, ne? Klapp, und da haben wir ihn. Besiegt. 2000 Erfahrungspunkte, aber eine ordentliche Zahl. So, ich will wissen, welches Level Amity ist. Willkommen in unserer bescheidenen Gruppe. Flom, der Jupiter-Gin Balance und Amitys Verbündeter, ein Ballon. Dieser Wolkengeist lebt am Felsenhort. Er pustet Wolken auf seine Feinde, die deren Körper implodieren lassen. What the hell? Das klingt extrem brutal. Du bist ja ein putziges Kerlchen. Angriff bringt Gegner Wettel zum Platzen. Bah! Ii. Das ist ziemlich krank. Aber übrigens, ne, wir hatten wieder einen Klassenwechsel. Sie wird vom Magister zum Zauberer. Und er wurde eben vom Lord zum Drakador. Ich habe die letzte Klasse mit dieser Djinn-Kombination, die wir erreichen können. Schön. Wunderbar. Also gibt es hier irgendwie eine Abkürzung, die wir nehmen können, oder müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen? Na gut, so weit ist der Weg auch nicht. Wir kriegen auch bald wieder einen neuen Jupiter-Gin, meine ich. Einen Jupiter-Gin. Achso, da. Können wir springen. Hab ich gar nicht gesehen gerade. Oh Mann, dieser Reuko, dieser Schlawiner. Den wünschen wir noch. Wie gesagt, weit kann er nicht gekommen sein. Upsala. Angreifen. So, dankeschön. Einfach draufknallen. Ich wollte gucken, auf welchem Level Amity ist. Stimmt, da war was. Wie er meinem Angriff ausweicht, der Schuft. Wie kann er es denn wagen? Oh Mann. Bam. Super, weil er ausgewichen ist, lebt er jetzt noch. Gut, dann mache ich es mal so. Schön Lichtplasma einsetzen. Und der andere geht schon von alleine drauf. Sehr gut, da reichen sogar dann 3 Schläge, wenn wir vorher erst nochmal so attackieren. 28 ist er. Okay, alles klar, super. Jetzt muss ich nachgucken. Das heißt, der hinkt nicht mehr so arg hinterher, das ist schön. Ich habe gerade irgendwas gefunden, oder? Stand da, glaube ich, gerade. Wasserbeutel oder sowas? Was? Achso, Gott, wir müssen dringend aussortieren, Leute. Nee, scheinbar noch nicht. Wird wahrscheinlich nur irgendwas gemeistert oder so. Könnte ich mir vorstellen. Hier hinunter und schon sind wir gleich wieder am Ausgangsort. Dann müssen wir das Ding aber erstmal wieder ein bisschen beiseite schieben. Das ist etwas ungünstig. Wahrscheinlich hätten wir auch irgendwo runterspringen können, wobei ich gerade ehrlich gesagt nicht wüsste, wo. Naja, ist ja auch nicht so wild, ne? Und nochmal nach links. Und dann müssen wir eigentlich schon durchkommen jetzt. Jawohl, sehr gut. Bravo, Randra, die macht einen Stress. Ich gehe petzen beim Wald. Ich gehe beim Wald petzen, das klingt auch schön. Und Todesgefahr! Wurde eiskalt besiegt. Dieses Ballon kann Gegner zum Platzen bringen. Übrigens funktioniert natürlich nicht auf Bossgegnern. Es ist quasi so ein One-Hit-KO, genau wie der Finale, dieser eisige Finalschlag. Heilige Feder gefunden. Schön. Funktioniert nicht auf Bossen, aber auf normalen Gegnern halt. Da noch wahrscheinlich relativ starke Gegner irgendwann erscheinen, auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist doch cool. Aber seht ihr jetzt, was ich meine? Ich wusste doch, dass ich Riesenernährung habe, dass es extrem lange dauert, bis er
sechste Adept mal in die Gruppe kommt. Zack. Faulgesang voll platt gemacht. So, als hätte er keine Chance. Ach, Moment mal, er hatte keine Chance. Kann ich wirklich irgendwie petzen gehen? Das wäre doch mal was. Warte, wo komme ich hier raus erstmal? Ah, wahrscheinlich hier genau bei dem Jin. Das ist der kürzere. Ja, ich weiß, ich bin gerade die ganze Zeit rein rausgerannt. Bla, bla, bla. Ich gehe erstmal hier hin. Weil ich petzen gehen möchte. Hi. Okay, ich kann nicht petzen gehen. Dann nicht. Dann gucke ich aber hier jetzt mal. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Brrr, da unten waren wir. Da waren wir. Da waren wir überall, glaube ich. Aber hier. Was ist das? Was ist das? So ein Apfel hängt da. Sieh mal einer an. Hier kommen wir auf jeden Fall auch auf einer Sackgasse raus. Wahrscheinlich. Warum sitzt da ein Typ im Baum? Hi. Was ist mit dir los? Das sieht merkwürdig aus. Amity, das ist doch kein... Dort ist noch ein Baum der Erleuchtung. Nein, Amity. Hä, was redet ihr da? Ihr solltet eigentlich gar nicht hier sein. Ein paar Händler haben mich als Begleitschutz angeheuert. Okay. Ich wollte dort auf den Baum klettern, um mir Obst zu pflücken. Doch dann stürzte ich hinunter und fiel. Ich freue mich, euch zu sehen. Mir könnt ihr nicht sicher, ob ihr mir helfen könnt. Könnt ihr nicht Verstärkung suchen? Amity. Wie gesagt, er ist so wunderschön weltfremd, das mag ich. Sehr sympathisch. Okay, doch nicht. Da, das bisschen Moos wirkte auf mich ein wenig verdächtig. Bevor wir dir helfen, mein Freund, guck ich erstmal, wie ich den Apfel da vom Baum hole. Ist das Greifer? Das war, glaube ich, Greifer. Aber stimmt, hätte ich mir auch denken können. Ich meine, warum sollten wir damit nicht auch solche Sachen grapschen können? Flop. Yeah. Ein Apfel. Und wisst ihr, was ich mit dem mache? Den esse ich einfach selber. Oho. Als ob ich ihn dem geben würde. Hebt die Attacke an. Amity. Yo. Hervorragend. So, Typ. Wir sollen dich befreien. Dann machen wir das mal. Keine Ahnung. Kriegst dafür wenigstens irgendeine Belohnung? Bitteschön. Da sitzt da. Gefangen. Hi. Hey, wo kommt dir denn so plötzlich die Ranke her? Hab ich gebaut. Die war doch vor einer Sekunde noch nicht da. Die Pflanze hier wachsen ziemlich schnell. Ich bin unglaublich froh, dass ihr gekommen seid. Ich dachte schon, ich müsste hier drin versauern. Sieht ein bisschen aus wie Garrett von der Frisur. Nehmt das hier, ein kleines Geschenk, um euch für Hilfe zu danken. Oh, ein Eibenbogen. Eine gute Waffe, Fragezeichen. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. So, schon mal schlechter als das, was sie hat. Schade. Oh, upsala, aber ein deutliches... Was? Hä? Ach so, ja, schon gut. Kling. Ich bin verwirrt, warte mal. Also, was habe ich jetzt getan? Nein, was? Moment, stopp, ganz zurück, so, nochmal. Du gibst bitte den Bogen an Amity. Tausch das gegen diese Waffe aus. Ja. Ja. Hervorragend. So, ist das auch besser als das, was du trägst? Nein, ist es nicht. Also kannst du es direkt wieder ablegen. So. Mann! Ist das Assassinen-Klingen-Ding noch irgendwie gut für jemanden? Nee. Not really. Ich muss dringend mein Inventar leeren, liebe Freunde. So, haben wir das auch erledigt. Dann holen wir uns jetzt noch den einen Djinn. Und dann haben wir hier eigentlich, ja, nichts mehr zu tun. Aber ich muss doch den einen Musiker zurückordern, oder? Dann muss ich vielleicht nochmal rein... zu Kolima, nach Kolima. Aber das gucken wir dann. Gucken wir dann. Erstmal wollen wir uns den... möchte ich vor allem, dass meine Stimme nicht wegbricht. Aber erstmal wollen wir uns den Djinnigen Djinn holen. Hier links. Yeah. Wow, ich bleib hängen. Hängen geblieben! So. Denn ich denke mal ganz stark, dass wir uns den schon holen können. So. Wollen wir nämlich mal einfach da hinten... das gute Teil voll zerfetzen. Aha. Und die Stämme rollen alle ins Wasser. Nicht wahr? Yay! Erfolg! Endlich haben wir eine Abkürzung geschaffen, falls wir da jemals wieder hin sollten. Hi, mein Kleiner. Was geht? Du schießt bestimmt genau einfach so an, weil du ein nettes kleines Djinnchen bist. Ich wusste es. Yay! Der Merkur-Djinn-Trainer ist unser Midis-Verbündeter. Dieser Geist der Liebe lebt nördlich von Kolima und sprüht vor Hingabe. Seine Tränen der Güte können sogar den Tod verändern. Und dann putt ich! Mit anderen Worten, er belebt wahrscheinlich wieder.
Lebt unter Umständen ein Freund. Warte mal, aber was hast du denn noch so? Schenk KP, greife im Teufel Nebel an, Schwäche gegen Einzelattacke, Klebeangriff, vorher kommen. Warum nicht? Er wurde jetzt übrigens vom Wasserlord zum Wassermeister. Sehr, sehr gut. Der Gute. Ich wollte mich gerade heilen, aber ich glaube, das mache ich einfach gleich, wenn ich nochmal in Kolima reingehe, um zu gucken, ob der Typ noch da ist. Ich könnte natürlich einfach durch den Wald gehen, aber ich möchte einfach mal hier rausgehen, um zu schauen, ob ich da noch irgendetwas auslöse. Keine Ahnung. Kann ja sein. Außerdem, so weit ist es schon nicht. Ah, ist jetzt vielleicht wieder offen hier? Ja, hervorragend. Schön. Bim, 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 friedliche Musik. So, du Musiker. Geh mal zurück, wir brauchen dich. Ich hab ihn gesehen, den Rock. Mit meinen eigenen Augen, er war gigantisch, so groß wie ein Berg. Die Kraft und Anmut dieses ist der Grund, warum Rocks als Götter in Vogelgestalt verehrt werden. Im Bauchinneren eines jeden Rock befindet sich ein Magmastein, mit dem die Ruinen von Blinz wiederhergestellt werden können. Sein Schrei hatte eine eigenartige Melodie. Ich werde versuchen, sie in eines unserer Lieder einzubauen. Zurück nach Belinsk. Ha! Endlich! Jetzt sind sie wieder zu sechs, Leute. Das mussten wir also tatsächlich noch tun. Buh, da haben wir uns einen extra Weg erspart. Und ich würde sagen, mit dieser wunderschönen, friedlichen Musik hier, Leute, beenden wir erstmal den Part. Den heutigen von Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Ich werde offscreen mich mal heilen gehen und mein Inventar leeren. Wir sehen uns dann wieder an dieser Stelle beim nächsten Mal. Es geht jetzt, ja, langsam ums Eingemachte, nicht wahr? Bis dahin, Leute. Ciao!